Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Oh mein Gott. Und wir sind ja wieder hier, you know. Und im letzten Part haben wir ein bisschen was an der Einrichtung ändern können. Es geht voran in unserem Leben. Wir müssen, glaube ich, noch unsere ganzen Hausarbeiten schreiben. Also hier diese... Da, genau. Das machen wir jetzt am besten. Stimmt, ich habe den Slice of Life Mode installiert. Das hatte ich euch in der 100 Baby Challenge schon gesagt, dass ich den jetzt installiert habe. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ich das hier damit spiele. Und der Part ist brandaktuell. Der kommt nämlich heute am 9.3. Und dann nehme ich das auch auf. Und das ist Hardcore. Oh yeah. Oh nein, sie kriegt bald ihre Tage. Das ist nicht gut. Das wird stressig, aber ich freue mich so. Wir nehmen heute wieder ohne Cam auf, weil ich einfach nicht so Bock drauf habe, mich heute zu zeigen. Aber das ist okay, denke ich. Und ja, auch sonst ist das, denke ich, alles cool und geht klar im Leben. Ja, ich werde das halt heute hochladen. Ich wollte eigentlich Montag heute nicht hoch, also diesen Montag nicht hochladen. Sondern eigentlich das für Mittwoch, dass ich das schon mal vorplane und so, aber ich habe mich daran erinnert, dass der liebe Nitralon, der hat sich ja gewünscht, dass wir hier Tiny Häuser bauen für ihn. Und ich denke mir so, let's go. Also ich habe Bock, ein Tiny House zu bauen und das möchte ich dann einfach auch aufnehmen. Weil warum eigentlich nicht, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Deswegen, ja, machen wir das einfach mal. Und ja, ich freue mich schon. Es kommt auf jeden Fall Mittwoch, da könnt ihr euch drauf freuen. Dann gibt es nämlich 3 Videos die Woche und das ist doch sehr, sehr schön. Weil je mehr Videos, desto cooler ist es doch eigentlich. Und wenn man es nicht schafft, die zu gucken, dann kann man die immer noch nachgucken oder so, wenn man halt mal dann Zeit hat. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr cool. Und so, und sie muss mal eben, sie kann sich Gartensalat machen. Dann muss sie das aber servieren, bitte. Dann kann sie das in den Kühlschrank packen, dann hat sie zumindest ein bisschen was über und kann was Vernünftiges essen. Das wäre ja ganz gut eigentlich, ne? Deswegen, ja. Fooden wir jetzt was? Natürlich haut sie sich selber. Passiert. Oh ja. Ich freue mich schon sehr, gleich zu bauen. Also deswegen, ja. Ja. Ich freue mich einfach. Ich liebe es, zu bauen. So, und ich komme einfach nicht so oft dazu. Und wenn halt so eine Challenge ist, dann kann ich das immer perfekt verbinden. Und deswegen ist das gut. Und dann, ja. Das ist sehr, sehr gut. Yeah, yeah. Brandaktuelle Sachen sind sowieso. Also ich mag es auch, wenn das halt mal so knapp ist. Also es ist natürlich auch stressig, weil ich möchte meine Videos trotzdem immer um 17 Uhr bringen. So, und es ist halt nervig, wenn das dann halt einfach so in der Form nicht geht. Wie kann man ein Spiel spielen? So, und das werfen wir weg. So, auf jeden Fall, ich mag das auch, wenn es mal brandaktueller ist, weil das finde ich auch schön, weil es halt so Nähe zeigt. Ach, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Klüger nicht härter. Der Sim baut Fähigkeiten schneller auf, solange diese Stimmung existiert. Cool. Machen, was ich liebe, wegen Persönlichkeitstyp. Was hat sie denn für eine Persönlichkeit? Der Visionär. Kluge und neugierige Denker, die einer intellektuellen Herausforderung nicht widerstehen können. Zu den beliebten Hobbys der ENTP zählen Weiterbildung, Schreiben, Kunstschätzen, Sport, Computer und Videospiele, Reisen und kulturelle Veranstaltungen. Das sind ja alles Sachen, die sie mag. Also wirklich alles. Das ist perfekt. Das ist sie einfach. Geil. I like it. Ich, ja. Ja, können wir machen. Also, weil ich wollte gerade sowieso mich mit jemandem treffen, weil ihr Sozialbedürfnis ein bisschen runtergeht. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge, du. Was bin ich? Oh je. Hallo. Diesmal verpiss dich bitte nicht wieder. Und ist dein Haus immer noch abgefackelt? Nein, er hat es ersetzt. Okay, das ist gut. Oh je. Ah. Hallo, Tag wäre schöner. Und ein Kompliment über das Outfit machen, weil wieso eigentlich nicht? Mann, sie sieht so gut aus. Da können wir darüber reden? Wow. Ich liebe sie.
Ich würde sie gerne heiraten. Let's go. So, ein bisschen tratschen. Ein bisschen soziale Kontakte ausführen hier im Leben. So. Die beiden sind halt schon echt gute Freunde, so, ne? Können wir dann irgendwann. Also, ich würde halt gerne bei ihm gerne irgendwann. Sagen halt hier, dass wir beste Freunde halt auch so als official machen. Weil das wäre ganz schön. Weil ich muss halt erstmal arbeiten gehen. Aber bis dahin quatscht sie ja noch ein bisschen mit ihm. Deswegen ist da ja alles tutti. So. Nya. So. Warum geht das runter? Angenehmes Gespräch, okay, hä? Polizistenwitz. So. Und danach gehst du bitte zur Arbeit. So. Das, ja, wir haben einfach nur gequatscht, aber das finde ich jetzt manchmal auch okay. Ich meine, manchmal trifft man sich doch mit Leuten und quatscht einfach nur mit denen so. Also nicht unbedingt nur vor der Haustür, aber so grundsätzlich macht man das doch. Zumindest finde ich das sehr, sehr normal. So, und deswegen, ja. Speedet das mal eben ab. Loop. Ein Urlaubstag haben wir uns verdient. Cool. Ja. Oh, wir haben unsere Tage. Gefühlsschwankungen, guten großen Appetit, braucht Tampon, Binde, Kopfschmerzen, Schwindel. Wow. Sie hat gar nicht viele Nebenwirkungen oder so von ihren Tagen. Gar nicht. Nein. Alles normal, du. Ach ja. Ja. Was machen wir jetzt? Eigentlich kann sie sich direkt in der Haie. Oh mein Gott. Ich vergesse immer, dass es das jetzt gibt. Wäschetrockner. Brudi, du hast noch nicht mal eine Waschmaschine. Wozu willst du einen Wäschetrockner haben? So, mach jetzt Haie. Und dann geht's gleich. Voran weiter im Leben. Morgen ist auch wieder Uni. Um 13.30 Uhr. Ja, genau, und danach haben wir direkt nochmal eine Vorlesung. Gut. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus mit unserem Stand hier. Ich meine, 2 Plus ist absolut fein. So, also damit kann man absolut leben. Und deswegen, ja, steh mal auf und geh duschen. Und dann nimmst du die Reste. Sie isst jetzt erstmal nur Salat, aber naja, passiert, ne? La 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 la. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hatte sie gerade Bock auf Sex? Also, halt, ich möchte. Ich meine, ne, ich sag nichts dagegen, aber. Ja, kann man machen. Also, während der Periode ist es immer so eine Sache. Die einen mögen sie ja noch nicht. Ja. Soll sie tun, was sie will. Also ich meine, sie hat keinen Partner, mit dem sie irgendwas tun könnte. Deswegen ist das ein bisschen schlecht. Aber, ja. Jetzt hat sie auch noch Krämpfe. Oh je. Süße Gelüste. Nee. Ich hoffe, sie schafft das noch. Warte, ich cheat ihr mal kurz ein bisschen Blasenbedürfnis hoch, weil ich habe keinen Bock, dass sie sich einpinkelt. Ja. Ich habe auch eine Idee für ein Video noch, wo halt, was mir halt eigentlich helfen würde in einer gewissen Form, aber leider funktioniert das jetzt, also ich habe halt nicht so die Zeit dafür, deswegen gucke ich mal, wann ich das halt bringen kann, dieses Video. Ich hoffe demnächst, aber ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Video-Idee, deswegen, ja, ich hoffe, dass das dann bald schon, ready ist und so. So, warum steht da, okay. Wir haben das jetzt so. Wir haben einen frischen Tampon und eine frische Binde. Wer ist das? Der findet uns kacke. Gut. Passiert. Kredit abzahlen. Wir haben kein Geld. Miete bezahlen. Ist noch nicht fällig. Okay. Ich muss mir keine Gedanken machen im Leben. Ist alles okay. Mit Ruf plaudern. Was du machen könntest. Du könntest ja einfach mal. Hä? Hier. Warum kann sie. Ist zu angespannt.
Girl, hör auf angespannt zu sein. Das macht sie. Sport, Spaß, spielen. Das ist okay, denke ich. Das kann sie ja erstmal tun. Was ist denn? Laute Nachbarn. Oh. Da muss sie sich schon wieder beschweren. Oh mein Gott. Nein, wir sind jetzt heute nicht höflich. Wer ist das? Gritra Soja. Hallo? Die denkt sich so, warum tue ich mir das eigentlich an? Dieses Leben. Es ist anstrengend. Ich hasse Nachbarn. Es ist niemand da. Da. Wütend über Lärmbeschwerden. Hallo, ich wohne auch hier. Es tut mir leid für mein Leben lang, weil ich jetzt vielleicht solltest du mal rausgehen und dich ein bisschen amüsieren. Brudi, das mache ich oft, aber halt einfach nicht zu Hause. Was willst du eigentlich von mir? Also, hä? Was ist dein Problem? Ich schwöre, ich hasse Nachbarn. Im echten Leben habe ich keine Nachbarn, deswegen darüber bin ich ganz froh. Was hast du da noch? Krämpfe. Naja, muss ich halt jetzt leider mit leben, ne? Lässt sich jetzt nicht so ändern. Yeah, Logikfähigkeit. Woo. So, und hat ihre Hausaufgabe zur Welt eingereicht und im Kurs so viel Wissen über die aufgesaugt. Sehr schön. Das kriegt sie ja mittlerweile alles ganz gut hin, ne? Deswegen, ja, habe ich da keine Bedenken. So, ich weiß gar nicht, wie hoch gehen die Level bei Teilzeitjobs. Ich habe keine Ahnung. Weil ich da Level 3 schon ziemlich gut. Eigentlich. Und wenn die Zeiten halt immer so bleiben, dann nehme ich das halt gerne. Weil so spät wird erstmal keine Vorlesung sein. Und sonst, ja, wird schon passen. Ne? Wir haben 5 Urlaubstage, sonst kann man sich ja auch immer noch mal frei nehmen oder so. Und deswegen wird das schon passen. So. Unerwartete Bestätigung. Heute Morgen, jeden Tag in der Zukunft, du wirst immer Atemraum sein. Aber wir haben nur eine Person im Kopf, nämlich die liebe Mizuki. Oh, Freundin. Aber auf jeden Fall, die können wir... Achso, ich wollte die gerade einladen, aber wir müssen arbeiten. Verdammt. Wir wollen uns auf jeden Fall mit ihr wieder treffen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Wo warst du? Wer sagt das? Hallo? Jill? Hat meinen Tag verbessert. Okay, es ist auf jeden Fall was Positives. Das ist gut. Sie kann ja. Slice of Life. Handy. Apps. Nee, warte mal. Hier, Posteingang. Und dann, Drohnen nie wiederzusehen, was? Nacktfoto verschicken. Mut, das können wir auf jeden Fall machen. Wir können über Tag fragen. Mizuki. So. Wir können ja einfach mal eine SMS schreiben. Das ist ja absolut fein, denke ich erstmal. So, deswegen machen wir das. Weil, wenn wir sie schon nicht sehen können gerade. Oh lol, als ob das dann hier auch einen Wunsch erfüllen kann. Aber sie freut sich jetzt bestimmt. So. Ja, gut, bist du ein Schnäppchenjäger? Auf dem Gewürzfestival. Nee, sorry. Wenn Flohmarkt wäre, wäre es vielleicht sogar sinnvoll, dahin zu gehen. Wenn wir können. So, deswegen müssen wir halt mal gucken. Aber das Gewürzfestival habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Du gehst jetzt bitte arbeiten. Wir brauchen nämlich das Geld. Hallo? 3 Tage bis zur Arbeit. Warum? Warum müssen wir nicht arbeiten? Okay, jetzt geht's. Ich dachte schon. Hä? Verwirrung breitet sich aus. So, okay. Dann viel Spaß. Ja, in der Lounge ist ein Talent. Das ist sehr, sehr schön für dich. Ich muss arbeiten. Wir kriegen das schon irgendwann noch hin, dass wir ja Zeit für uns haben im Leben. Und ja, genau. Wie lange wird es dauern, dass wir hier
einen Partner für sie haben, beziehungsweise das ist halt, dass sie wirklich halt in einer Beziehung ist. Das wäre halt so cute, ne? Ihr Tampon ist gleich vorbei. Ekelhaft. Der ist vollgelaufen, glaube ich. Ja. 22 Uhr, ne? Warum geht es überhaupt nicht schneller vorbei? Das ergibt gar keinen Sinn. So. Ach, lass es doch einfach schnell vorbeigehen. Oh je, Mini. Ja, auf jeden Fall, ihr Tampon ist vorbei. Deswegen, wenn sie nach Hause kommt, muss sie den erstmal wechseln. Ihre Krämpfe wird sie auch erstmal nicht los, ne? 4 Stunden, ey. Das ist noch eine ziemlich lange Zeit. Und dann geht's zur Arbeit, ne? Unangenehm. Wenn die Zeit wenigstens schnell vorbeigehen würde, ich weiß nicht, wieso sie nicht schnell vorbeigeht. Es ist doch gar nichts da. Ich habe weder Besuch, noch ist hier irgendjemand. Naja. Was soll man tun? Jetzt geht's ihr scheiße. Ich hoffe, die Arbeitsleistung sinkt dadurch jetzt nicht. Das wäre sehr, sehr doof. Sie hat den Haken noch bekommen. Wird sie jetzt befördert? Hallo? Hallo? Wann kommt sie wieder? Spiel? Are you okay? Danke. Lol, Gehaltserhöhung. Sie bekommt 10 mehr pro Stunde und 1800? Oh mein Gott. 3, 8 plus 1. 3 ist tatsächlich die letzte Stufe und dann kann sie immer ja noch plus 1 bekommen. Das ist sehr, sehr krass. Also das ist auf jeden Fall, damit kommen wir auf jeden Fall klar. Erstmal. Das ist richtig gut. Vielleicht können wir unseren Kredit dann schon ein bisschen abbezahlen. Das ist erstmal das Wichtigste, denke ich. Damit wir da jetzt nicht so einen Stress haben. Hey, ich hab doch meine Binde getauscht. Was willst du von mir? Mindestens 30. Wir können den komplett abzahlen. 504. So. Perfekt. Und dann spiel bitte erstmal nochmal ein paar Spiele hier. Blickblock. Sie muss jetzt erstmal nicht zur Uni und auch nicht arbeiten. Das heißt, sie hat jetzt erstmal Zeit für sich in ihrem Leben. Das ist ganz gut. So, sie kann halt gleich nochmal duschen gehen. Und ändert sie ja auch eigentlich den Tampon. Eine Dusche, ein Bad nehmen. So. Eine tolle Party. Ja, ich würde aber gerne Mizuki mitnehmen. Also wir gehen da jetzt einfach hin. Ist doch egal. So, wir haben jetzt Spaß. Das wird zwar erst im nächsten Part so richtig passieren, was jetzt hier so abgeht im Leben. Aber wir können ja zumindest die Party schon mal anfangen. Ja, genau. Ladebildschirme sind so schön. Jeder liebt sie. Lol. La la la. La 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 la. La 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 la. Okay, jetzt reicht's aber auch langsam, oder? Hallo? Spiel? Ja. Aber wir haben mit Shadow doch gar nicht so viel zu tun gehabt, oder? Warum ruft er uns eigentlich an und fragt, ob wir auf eine Party wollen? Also ich meine, ich sag nichts dagegen. So, Partys sind supi und er kann mich gerne einladen, so, aber ich habe das jetzt nicht so erwartet in der Form, okay? Das ist neu für mich. Hallo? Okay. Also wir können ja erstmal. Ich kann mit ihm nicht reden, okay? Dann, okay, er ist weg. Gut, dann rede ich erstmal mit ihr. Kann sie pillen? Behandlung?
Ja, sie muss halt jetzt nochmal das. Sie muss den halt nochmal wechseln. So. Anscheinend. Ich nehme jetzt aber mal die andere Interaktion. Vielleicht klappt es dann. Warum? Ich dachte, oben ist das für Frauen. Moment. Das ist doch eine Frau. Dann geht sie halt auf das. Okay. Okay, alles klar. Hinterfrage es nicht. Sie sollte sich umziehen. Wir sind hier Partygänger, ja? Das geht so nicht. Deswegen zieht sie jetzt natürlich ihr Party-Outfit an. Und dann suchen wir Mizuki nochmal. Wo ist sie? Wo ist Mizuki? Ist sie weg? Sie hat sich was zu essen gegönnt. Machen wir ein Kompliment über ihr Outfit. Dann können wir ja einfach mal. Wir können ja was trinken. So. Und vielleicht passiert dann ja was. Zwinker, zwinker. So, wir gönnen uns. Ich will nichts so Teures haben, eigentlich. Wir nehmen Zuckerzunder. Ja. Sie sieht so gut aus, ne? So, ich möchte jetzt einen coolen Screenshot machen. Weil die beiden, die sollen ja jetzt anfangen, in Love zu sein. Und dann kann ich eventuell einen coolen, ein cooles Thumbnail daraus machen. So. Und was jetzt mit den beiden abgeht im Leben, das sehen wir dann, denke ich, im nächsten Part. Denn. Vielleicht wird das hier was. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!